Er hatte doch extra Kohle dahin geschmissen. Okay, dann halt Holz. Aber es irritiert mich gerade ein wenig. Habe ich die alle schon verfeuert oder für das eine Ding da benutzt? Kurios, kurios. Na gut, also unserem Ziel von, wie viel waren das? 15, 16 Spinnenseil sind wir nicht sehr viel näher gekommen. Das heißt, wir ziehen morgen wieder los. Wieder mit dem einen Schweinchen. Und zerhacken diesmal die Spinneneier. Das gab ja auf jeden Fall 3, 4 Spinnenseile. Und das muss dann irgendwie hinhauen. Der Haken ist nur, wir kriegen die ganzen Spinnen nicht ordentlich tot. Jedenfalls nicht ohne Schaden zu nehmen. Außer ich bin noch vorsichtiger. Wir haben jetzt nur 63 Lebenspunkte. Das ist mir echt viel zu wenig. Nee, das gekochte Monsterfleisch zieht Lebenspunkte ab. Das bringt nichts. Also ich könnte jetzt so lange essen, bis die Lebenspunkte wieder voll sind. Aber es ist ein wenig Verschwendung, oder? Wir haben jetzt 63. 65. Also pro geröstete Beere 2 Lebenspunkte. Muss man echt viel essen. Okay, 73. Einmal das billige Fleisch. 77. 80. Okay, 3 Lebenspunkte. Schon mal ein mehr als die geröstete Beere. Das gute Fleisch wollte ich mir echt aufbewahren. Aber wir hatten irgendwo noch Blütenblätter, die jeweils 1 Lebenspunkt gaben. Damit können wir uns schnell mal hochheilen. Genau, da. So. Oder auch nicht. Aber jedenfalls kommen wir schon mal näher. So. Oh, ich hätte eine richtig gute Idee. Aber dafür bräuchten wir eine Menge Ressourcen. Also wieder für die Wissenschaftsausprobierliste. Wir bauen noch mehr Schweinehütten. Sagen wir mal 4 Stück. Dann hätten wir 5... das Feuer geht aus? Nein. Dann hätten wir 5 Schweinehütten. Dem gegenüber setzen wir ein Spinnenei. Und jedes Mal, wenn der Tag anbricht, laufen wir ganz kurz zum Spinnenei und hauen einmal gegen. Dann kommen da 3 bis 5 Spinnen raus und die 5 Schweine greifen die Spinnen an. Egal wie es ausgeht, es hat für uns Vorteile. Also werden sehr viele Schweine getötet, haben wir ganz viel Schweinefleisch und die Spinnen, weil die Spinnen werden verlieren, 5 gegen 5, das haben wir gerade getestet. Also ja, entweder kriegen wir ein wenig Schweinefleisch oder viel Schweinefleisch und zusätzlich immer alle Sachen von den Spinnen. Das klingt soweit theoretisch echt nicht schlecht. Nur wie gesagt, ein wenig ressourcenlastig. Und wir können es nicht vorher testen. Weil wenn wir jetzt da ein Spinnenei hinsetzen, dann haben wir nur ein Schweinchen gegen 4 bis 5 Spinnen und dann ist vorbei. Ist also nicht so gut. Wir sollten mal wieder den Rucksack anziehen. So, 91 Lebenspunkte. Komm, das kriegen wir noch hin. Wir kochen einfach mal das gute Zeug. So, 91. 93. Das sättigt wohl nur sehr gut und heilt nicht. Was sagt unsere Biotonne? Unsere Biotonne sagt, wir haben noch ein paar Auberginen, Maiskolben und die Stinkefrucht. Jede Menge Monsterfleisch. So gut sieht's da nicht aus. Also wir haben jetzt nicht Essen im Überfluss. Darum sollte ich mich vielleicht mal ein wenig kümmern. Also hier immer die Felder neu bestellen zum Beispiel. Wenn wir wenigstens das reinbekommen. So, die Schweinekringel kommen auch mal mit rein. So, Samen. Samen, Samen. Hier sind Samen. Da. 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 Karotte kommt auch mit. Bisschen Dünger drauf. Können wir die Karotte wieder einpflanzen? Nein. Sehr komisch. Okay. So, du da wieder rein und der Rest kann verstaut werden. Karotte war hier. Samen da. Federn da. Hahaha. Wir wollten eigentlich Spinnen jagen gehen. Schweinchen. Komm mal mit. So, du folgst. Sehr schön. Also die Zeit ist schon ein wenig vorangeschritten. Aber ich denke mal, so ein Spinnenei dürften wir auf jeden Fall kaputt kriegen. Ja, ich bin gut. Komm mal schnell hinterher. Ich würde die echt gerne mit Speeren ausrüsten. Kannst du das aufheben?
Hebst du es auf, wenn ich dir was zu essen gebe? Nö. Mach doch keinen Haufen. Okay, wir müssen definitiv mehr mit den Schweinchen rumexperimentieren. Also 93 Lebenspunkte. 96. Nochmal 90. Gib mir irgendeinen Samen, dober Vogel. Na gut, was soll's. Alles für die Wissenschaft. So, wir haben 100 Punkte. Jetzt schreibe ich mir auf. Auch wenn es ein bisschen albern ist. 100. Mit Amulett. Jetzt hauen wir so ein Spinnenei. Mit dem Speer in der Hand. So. Schweinchen bringt einen um. Ich probiere mal weiter bei den Fallen. Nur so. Schweinchen. Genau. Hau die eine Spinne kaputt. Ah, die kommt gar nicht zum Angreifen, die Spinne. Das ist schon mal eine sehr wichtige Information. Schweinchen schafft das da wohl alleine. Das ist gut. Dann hauen wir jetzt dich einmal. Lass uns einmal treffen. So. Und Schweinchen macht den Rest. So, 83. Also 17 Trefferpunkte. 17 TP mit Ammo. Habe ich mir jetzt aufgeschrieben. Das ist ja gleich mit dem anderen Test, den wir vorher gemacht haben. So, Amulett weg. Wir haben jetzt 83. 83 minus 17 wäre 73 minus 7 sind 66. 66 plus 17 ist testweise 83. Ja, passt. Also, wieder draufhauen. Ja, so viele wollte ich dann nun doch nicht haben. Da werde ich bestimmt gleich zweimal getroffen. Oh, nein, 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 das ist nicht gut. Ihr geht auch mal bitte zurück in das Ei. Warum waren das gerade so viele? Genau, verzieht euch. Verzieht euch, du triffst mich jetzt. Und wir haben 66. Okay, Test abgeschlossen. Mission erfolgreich. Eine Spinnenseite erbeutet. Weg hier. Also, dieser Test hat uns gerade gezeigt, dass das Amulett uns keineswegs in irgendeiner Form schützt. Und es wahrscheinlich echt nur uns wiederbelebt. Was für mich nicht wirklich viel Sinn macht. Da habe ich lieber mehr Rüstung und sterb gar nicht erst, als hier mit rumzulaufen. Aber na gut. Eine Sache weniger auf der Liste, die wir testen müssen. Das Amulett kommt jetzt in die Kiste und wird da auch den Rest seiner Tage verbringen, denke ich. So. Rucksack wird wieder angelegt. Da haben wir die Rüstung drin. Sehr schön. Ja, das ist ein bisschen schade. Ich hätte schon gedacht, dass es wenigstens ein bisschen Rüstungsschutz gibt. Aber dann wäre es wahrscheinlich zu überpowered und man würde durchgehend damit rumlaufen und das wäre dann auch ein wenig albern. Vielleicht kann man das ja doch noch für irgendwas anderes gebrauchen, was mir jetzt gerade nicht so einfällt. Oh, erstmal wieder raus aus dem Dunklen, sonst fackelst du alles ab. Sehr schön. Aber ja, vielleicht kann man es für irgendwas anderes gebrauchen, worauf ich jetzt gerade nicht komme. Ich weiß ja immer noch nicht, wie genau das funktioniert. Also ob wir einfach an der Stelle sterben und gleich wieder aufstehen oder ob wir sterben und dann an unserem Spawnpunkt wieder auftauchen, also auf der Kanincheninsel, oder ob diese komische Statue da jetzt als Spawnpunkt für uns gilt. Also egal, ob wir jetzt ein Amulett sterben oder ohne. Müsste man alles ausprobieren, aber wie gesagt, das mache ich erst später. Das mit den Spinnen war gerade schon gefährlich genug fürs Erste. Jetzt müssen wir uns um das Essen kümmern. Wir verkochen mal den ganzen Mais zu Popcorn. So. Und gucken, wie viele Lebenspunkte das gab. Weil die anderen Sachen, die wir bisher so verkocht haben, gaben immer nur viel Nahrung, aber nicht viele Lebenspunkte. Ich hätte gern so eine Art Heiltrank oder was in der Richtung halt. Was wenig Nahrung gibt, aber viel Lebenspunkte. Also 66. Ja, ein Punkt Lebensenergie. Dafür sehr viel Nahrung. Nicht das, was ich gesucht habe. Also scheint wirklich das Fleisch am meisten Lebenspunkte zu geben. Also das gute Fleisch. 67. Bumm. 74. Wir haben 8 Lebenspunkte. Das ist schon wesentlich besser. Und wir haben herausgefunden, dass wir an das Fleisch relativ schnell rankommen.
indem wir einfach Schweine töten. Apropos Schweine töten. Ressourcen für ein Schweinehaus habe ich mal wieder vergessen. Die waren unter Hammer. Schweinehaus. Wir brauchen Schweinekringel, die können wir jeden Tag farmen. Und Steine. Ja, Steine sind der Haken. Also wir müssen doch wohl irgendwann zur Steininsel. Spätestens, wenn die Flints wieder ausgehen. So, du stirbst jetzt. Wir nehmen deinen Schweineskin, um weitere Häuser zu bauen. So, auch wenn das extrem fies ist, dass jeden Tag da neue Schweinchen rauskommt und wir es umbringen, aber na gut. Wir sammeln einfach mal das ganze Gras ein, ignorieren die moralischen Bedenken, die hier bei dem Spiel so ab und an mal wieder auftreten. Und holen die doofen Vögel aus den Fallen, die eigentlich für die Hunde gedacht sind. So, Feuer brennt noch, sehr schön. Kurz kochen. Ich habe mir auch noch überlegt, was wir so anstellen können, wenn die Hunde dann mal wieder irgendwann kommen. Und ja, langsam freue ich mich schon auf die Hunde wegen der Rüstung, die wir herstellen können. Aber ja, ein Plan, wie wir später mit ganz vielen Hunden umgehen könnten, wäre Feuer. Fiel mir jetzt gerade so ein wegen Willow. Wir bauen einfach irgendwo einen Wald, der nicht mit unserem verbunden ist. Also wir könnten einfach hier ein wenig roden, was vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee ist. Also ja, wir machen es so, dass wenn hier oben der Wald brennt, unser Lager davon nicht betroffen ist. Und wenn dann ganz, ganz viele Hunde kommen, dann schnappen wir uns einfach entweder Willow als Charakter oder wir nehmen den Miner-Head mit, dass wir immer Licht haben, laufen dann oben in den Wald, zünden den an, entweder mit einer Fackel oder mit der Willow-Fähigkeit und gucken dann, wie der ganze Wald abbrennt. Wenn wir Wilson spielen, müssen wir natürlich aufpassen, dass wir selber nicht verbrennen. Als Willow können wir keinen Feuerschaden nehmen, das wäre also ideal. Ja, und während der Wald dann brennt, brennen die Wölfe und wir haben wieder einen Tag mehr überstanden. Das klingt nach einem recht guten Bäckerplan. Solange es halt einigermaßen sicher ist mit dem, das Feuer greift nicht auf das Lager über. Weswegen ich eigentlich echt ganz gerne mal Wände hätte, aber ja. Ich glaube, wie gesagt, das gehört nicht zu der Idee des Spiels, Wände zu bauen und sich einzubunkern. Da kann man ja auch gleich Dwarf Fortress spielen. So, auch wenn die Grafik hier ein bisschen netter ist. So, der Baum ist auch noch schön groß. Was ich auch nicht weiß, ist, wie weit sich Feuer ausbreiten. Also ob das Feuer, wenn es die Möglichkeit hat, wirklich eine ganze Insel verbrennen kann. Oder ob es nur so und so weit springen kann. Das könnten wir auch testen, aber habe ich jetzt nicht so wirklich Lust zu, dass dann doch irgendwie alles abbrennt. Weil ich sehe gerade, wir müssen eine riesige Schneide schneiden. Oder einfach alles um unser Lager rum. Machen wir es lieber so. Also hier dürfte breit genug sein. Hier unten ist auch keine richtige Verbindung. Hier wäre eine Verbindung. Also der Baum, die Büsche und dann geht's ab. Die ganzen Baumstümpfe müssen wahrscheinlich auch noch rausbuddeln. Obwohl wir können, jetzt wo wir gerade mal Willow spielen, einfach mal ein bisschen Feuer testen. Also nicht in der Nähe der Basis. Aber allgemein können wir mal gucken, wie das Feuer so sich ausbreitet, wie es funktioniert. Also die Idee, die ich gerade hatte, ist, ob die Baumstümpfe überhaupt selber brennen. Und wenn ja, ob die das Feuer auch weiterleiten zu anderen Stellen. Das heißt, wir können uns einfach mal eine Stelle suchen. Wir brauchen eine Fackel. Können wir Fackeln bauen? Ja, können wir. Erstmal muss das ganze Zeug wieder ausgelagert werden. So, wir haben schon drei davon. Das ist okay. Dünger kommt da rein. Gutes Fleisch können wir auch stapeln. Kommt da rein. Spinnenseite kommt da rein. So. Jetzt suchen wir uns ein schönes Eckchen. Wo am besten ein einzelner Baum steht. Ja, oder wir machen es anders. Wir setzen einfach einen Baum hier hin. Hacken ihn gleich ab. Und haben dann einen Mini-Baumstamm. Und gleich daneben ein Holzstück. Das ist schon mal sehr gut. Dann machen wir jetzt eine Fackel. So. Der Boden hier dürfte nicht brennen, auch wenn er so aussieht. Das hatten wir, glaube ich, schon mal getestet. Also, dich zünden wir jetzt. Oh, dich können wir nicht anzünden. Wir können dich anzünden. Also der kleine Baumstumpf brennt schon mal nicht. Dafür brennt Holz, das auf dem Boden liegt. Gut, das hätten wir uns denken können. Alles aus, sehr gut.
Dies sieht aus, als wenn es gut brennen könnte. Ja, Willow. Ja, gut. Der Baum steht schön einzeln. Und selbst wenn das Feuer ausbreiten würde, würde es nicht zum Lager kommen wegen diesem Grasstück. Ja, das ist gut. So, also, nächster Test. Wir hacken den Baum hier ab, der ist ein bisschen größer. Müsste also auch einen größeren Baumstumpf haben. Und zünden dann das Holz an, das auf dem Boden liegt. Und damit sollten wir uns beeilen. So. Feuer. Wusch. Breitet sich auf den Tannenzapfen aus, auf die anderen Holzscheite, aber nicht auf den Baumstumpf. Okay. Ich habe noch eine Idee. Ich brauche dazu aber viel, viel weniger Holz. Ich mache auf die Seite ein Holz. Und ja, ich habe die Uhr im Blick. Ich gehe gleich los, keine Bange. So. Nur noch ein Test. Ich zünde jetzt hier links ein Holz an. Und gucke, ob es auf das überschreitet. Tut es nicht. Sehr gut, ab nach Hause. Den Test wollte ich noch ganz schnell machen. Weil wir könnten vielleicht dadurch einen Feuerschutzwall bauen. Aus Baumstämmen. Aus Baumstümpfen. Das macht vielleicht nicht allzu viel Sinn. Aber scheint zu funktionieren. So. Feuerholz wird langsam auch wieder ein Problem. Ach, da ist die Kohle geblieben. Ah. Ich wundere mich schon die ganze Zeit. So, und die Spitzhacke können wir auch hier irgendwo lassen. Die brauchen wir auch in nächster Zeit nicht. Aber ja, die Idee mit den Baumstämmen war halt die, dass das Spiel vielleicht guckt, was an Brennbarem in der Nähe ist. Und wenn da irgendetwas nicht Brennbares ist, kann das Feuer da nicht rübergehen. Das heißt, wir könnten entweder ganz viele Bäume pflanzen und dann abhacken, die Baumstämme liegen lassen, in der Hoffnung, dass dann die Baumstümpfe hier einen Schutzwall bilden. Oder wir können einfach mal ein bisschen weiter rumtesten, ob wir vielleicht andere Gegenstände einfach auf den Boden schmeißen können und die dienen als Feuerschutzwall. Zum Beispiel Steine, wie bei dem Lagerfeuer. Also wir nehmen einfach unsere 3 Steine hier. 5 Steine, okay. Sind immer noch nicht sehr viele. Also wir nehmen die 5 Steine und machen damit den gleichen Test wie eben. Also wir setzen links einen Holzbalken hin, wir setzen rechts einen Holzbalken hin und in der Mitte kommt ein Stein hin. Dann zünden wir den linken Holzbalken an und gucken, ob es überspringt. Eben gerade bei dem Baumstumpf ist es ja nicht übergesprungen. Aber das ist ein bestimmter Unterschied von der Programmierung her. Ein Baumstumpf ist ja ein Teil der Welt, mit dem man interagieren kann. Ein Gegenstand ist was Aufhebbares. Das wird eine andere Klasse sein von Gegenständen. Aber ja, alles ausprobieren. Das sind weitere lustige Experimente, die mir tierisch Spaß machen. So, die Nacht sollten wir noch ein wenig produktiv nutzen. Wir sollten auf jeden Fall was essen. Stöckchen sammeln. So. Und ich glaube, wir machen, wenn der Tag anbricht, erstmal noch einen kleinen Cut. Denn ich brauche eine warme Milch mit Honig, sonst stirbt mein Hals. Und die Stimme von ihr ist echt cool. Ja, und nicht mal ein Truthahn, das ist sehr schön. Ich höre schon wieder das Flugzeug. Oh, vielleicht ist die Maschine das Flugzeuggeräusch. Ja, ist sie. Damit hätten wir das auch geklärt. Aber gut, jetzt erstmal einen kleinen Cut. Und in der nächsten Folge experimentieren wir weiter mit dem Feuer rum. Möglichst sicher natürlich, weil ich habe keine Lust, dass das ganze Basislager abbrennt. Einmal hat gereicht. Aber gut, wir sehen uns dann gleich wieder.